Ja, hallo. Ich habe mich jetzt hier kurzfristig dazu entschlossen, dieses Video zu machen für den Sonntag, für den Tag, an dem eigentlich der Kongress beginnen sollte. Die meisten werden ja jetzt mittlerweile wissen, dass wir verschieben mussten aus diversen Gründen und jetzt sind wir auch froh, dass wir es getan haben. Jetzt es hat sich so viel Arbeit angehäuft. Und ich diskutiere gerade mit Gysi so über den Kongress. Und da wird uns beiden nochmal bewusst, aber vor allen Dingen mir, was für eine wertvolle Kraft bedingungslose Liebe ist, überhaupt was Liebe für eine Kraft ist. Und wir haben so darüber nachgedacht, was wir alles hinter uns haben, jeder für sich. Und das war nicht immer einfach, bevor wir uns kennengelernt haben. Auch wir sind beide, wenn man so will, teilweise durch die Hölle gegangen. Unsere Ex-Partner mögen es uns verzeihen. Wir meinen nicht unsere Ex-Partner damit, sondern ganz einfach das, was in uns vorgegangen ist, was wir durchlebt haben, das war echt zum Teil die Hölle. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was wir jetzt haben, können wir, sie sitzt mir gerade gegenüber, können wir behaupten, Liebe heilt. Liebe heilt unser verletztes Herz. Und mir läuft es immer noch den kalten Rücken runter, wenn ich das so sage, weil es genau die Wahrheit ist. Egal, was ihr in der Vergangenheit erlebt habt, für Schmerzen oder für Traumata in Sachen Lieben erlebt habt, Einsamkeit, betrogen zu werden. Echte Liebe heilt das Herz. Das wollte ich euch einfach mitteilen. Heute, wenn ihr das seht, ist Sonntag, der 1. Mai. Und wir wünschen euch allen, die an dem Kongress teilnehmen, dass ihr dasselbe lebt und erfahrt, wie wir das tun. Wir wünschen euch von ganzem Herzen. Bis dahin, es dauert noch ein paar Tage. Wir sehen uns. Alles Liebe, ciao.